Ich darf wieder alle Freunde der außerirdischen und überirdischen Phänomene herzlich begrüßen. Es soll heute um eine Frage gehen, die schon ziemlich alt ist. Warum fasziniert uns der Mars? Warum fasziniert uns der vierte Planet im Sonnensystem so sehr, dass wir seit 40 Jahren, seitdem wir Raumfahrt betreiben, eigentlich immer versuchen, ihn mit Satelliten zu beschauen, ihn zu beobachten und herauszufinden, was auf seiner Oberfläche los ist? Dieser Planet ist sehr, sehr gut zu erkennen. In einer sternenklaren Nacht kann man ihn als roten Punkt am Himmel sehen. Und das war schon sehr, sehr früh bekannt. Wir wissen heute, dass der Mars eine Masse hat, die ungefähr ein Zehntel der Erdmasse ist. Er hat eine sehr, sehr dünne Atmosphäre, die ungefähr nur dem atmosphärischen Druck auf der Erde bei 48 Kilometer Höhe entspricht. Und er hat offensichtlich heute kein Wasser. Seine Oberfläche ist rot. Es gibt also sehr, sehr viele Eisenverbindungen. Und das können Sie hinter mir auch am Bildschirm sehen. Die Oberfläche dieses Planeten ist offensichtlich eine totale Felsenwüste. Und was Sie hier sehen können, ist der Pathfinder, der am 4. Juli 1997, also am Unabhängigkeitstag der Amerikaner, auf dem Mars gelandet ist. Und hier, dieser kleine Vertreter hat uns ja nun alle monatelang begeistert, wochenlang begeistert damit, dass er bestimmte Felsbrocken angeschaut hat, die sogar benannt wurden mit Yogi-Bär. Das war also ein großer Auftrieb in der Presse. Aber warum sind wir alle so begeistert dahinterher, was auf dem Mars los ist? Das begann schon ganz früh, als die ersten Teleskope, die ersten Fernrohre entwickelt waren, stellte man fest, der Mars scheint ein ganz besonderer Planet zu sein, der Erde gar nicht so unähnlich ist. Christian Huygens konnte mit seinem ersten Teleskop bereits sehen, dass sich an der Oberfläche des Mars etwas tut. Er dreht sich. Er konnte schon fast die Drehdauer dieses Planeten feststellen und er rechnete, dass der sich ungefähr so schnell dreht wie die Erde. Und ein Planet, der sich so schnell dreht wie die Erde und der auch noch Oberflächenerscheinungen hat, das ist natürlich ein Planet, bei dem man denken könnte, oha, da gibt es Lebewesen und diese Lebewesen sind dafür verantwortlich, dass sich auf dieser Oberfläche etwas tut. Das Ganze wurde noch viel schlimmer, als Schiaparelli 1867 die Canali erfand. Schiaparelli war ein Astronom aus Italien, der die Oberfläche des Marses beobachtete und feststellte, dass es dort gewisse Verdunklungen und Erhellungen gab. Und da ihm kein anderer Name einfiel, benutzte er das Wort Canali. Canali kann im Italienischen heißen Rinnen, Furchen oder auch Kanal. Und es war nun just zu dieser Zeit, dass der Suezkanal eröffnet wurde. Und schon war natürlich klar, auf dem Mars gibt es Kanäle. Es gibt intelligente Lebewesen, die diese Kanäle gebaut haben. Es war völlig klar, eindeutig. Merkwürdigerweise gab es aber schon zu dieser Zeit Astronomen, die die Canali als richtige Kanäle gar nicht gesehen hatten. Offensichtlich hat es sehr viel damit zu tun, wie gut ein Teleskop funktioniert, ob man Strukturen erkennt als Canali oder ob man sie vielleicht sogar viel besser erkennt als irgendwelche Felsenvorsprünge, Schluchten und so weiter. Das Ganze spitzte sich zu, als Herr Lovell in Arizona, in Flagstaff, Arizona, ein eigenes Teleskop, ein Riesenteleskop installierte, um nach den Canali zu schauen, um zu genau hinzusehen. Vielleicht können wir sogar die Schiffe sehen, die auf diesen Canali laufen, denn es war allgemeine Meinung auf dem Mars, da gibt es Lebewesen und Lovell war der Meinung, auf dem Mars gibt es Lebewesen, die sogar jetzt gerade dabei sind, ihre Zivilisation zu begraben, eine untergehende Zivilisation. Und die Canali seien dafür verantwortlich, ein Zeichen dafür. Das Wasser wird von den Polen runtergeleitet. Und nach diesen Lebewesen hat Lovell gesucht. Er wollte herausfinden, was ist auf den Canali. Und in einer Nacht meinte er sogar, er hätte die Schiffe gesehen auf den Canali. Leider Gottes hat sich mit zunehmender Zeit, nämlich mit immer besserer Beobachtungsdauer, haben sich diese ganzen pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse als völlig unsinnig erwiesen. Nichts davon ist übrig geblieben. Aus den Canali, aus den Kanälen von Schiaparelli und Lovell, Percy Lovell, wurden einfach nur Gesteinsschluchten. Nichts ist übrig geblieben. Und das besonders, wie soll man sagen, das besonders Enttäuschendste sind sozusagen solche Bilder, wie hier von der Marsoberfläche. So sieht der Mars aus. Es ist eine völlig trockene, unbelebte Welt. Und wir können eigentlich heute die Faszination, die mit dem Mars zusammenhängt, nur dadurch verstehen, dass er eine Oberfläche hat, die Oberflächenveränderungen zeigt. Das ist der eigentliche Grund, weshalb wir alle so fasziniert sind davon, was auf dem Mars sich abspielt. Und natürlich, nicht zuletzt, durch den Meteoritenfund
in Anführungsstrichen Meteoritenfund, der uns vor einigen Jahren mitteilte, dass es möglicherweise Bakterien gegeben haben könnte auf dem Mars. Inzwischen hat sich allerdings die allgemeine Diskussion, was diesen Meteoritenfund betrifft, mehr in die Gegend verschoben. Es handelt sich wahrscheinlich um Bakterien oder um Bakterienvorformen, die sehr, sehr irdischen Ursprungs sind und die so gar nichts Marsianisches haben. Nichtsdestotrotz interessiert uns der Mars, weil es ein Planet ist, den wir erreichen können. Er wird sozusagen das nächste Ziel sein für die Raumfahrt auf der Welt, um einen Menschen irgendwo zu einem anderen Planeten zu bringen. Das große Mars-Programm, worüber nachgedacht wird, soll einen Menschen auf diesen Planeten bringen. Die Reise dahin wird ungefähr 500 Tage dauern. Man wird dann einige zig Tage da bleiben. Das ist das Kurzprogramm, wenn man nur einige zig Tage da bleibt. Und dort soll dann herausgefunden werden, mit Hilfe einer großen Raumstation, was sich nun wirklich auf dem Mars tut. Ob es irgendwann mal Wasser gegeben hat. Denn die Oberflächenerscheinungen, die man auf dieser Oberfläche sehen kann, auf der Marsoberfläche sehen kann, die können durch zweierlei Dinge verursacht worden sein. Entweder durch die wahnsinnigen Staubstürme, die es gibt auf dem Mars und damit so eine Art von Winderosion diese ganzen Schluchten freigeblasen hat, oder dass es wirklich irgendwann mal auf dem Mars große Mengen an Wasser gegeben hat, die er aber verloren hat. Und die Theorien, warum der Mars sein Wasser verloren hat, wie er es verloren hat, die sind also schon ziemlich interessant. Es gibt also eine Theorie zum Beispiel, da geht es darum, dass dieser Planet, der hat ja nun keine richtigen Monde, er hat ja nur Phobos und Deimos, also Mars ist ja der Gott des Krieges und deswegen heißen seine Monde auch Furcht und Schrecken, Angst und Schrecken. Und das sind nur so zwei kleine Bröckchen, der eine ist 23 Kilometer groß, der andere 11 Kilometer groß, einer wird demnächst, in den nächsten 30.000 Jahren, glaube ich, auf seine Oberfläche knallen, weil er einfach abgebremst wird durch die Gezeitenreibung. Und dieser Mars hat eine, der dreht sich ja einmal in 24 Stunden und diese Oberfläche könnte, diese Rotationsachse könnte gewackelt haben. Wir wissen das von der Erde, die Erdrotationsachse durch den Mond, durch den großen Mond, den wir haben, dass die stabilisiert wird. Dieser Planet hat aber keine großen Monde, die ihn stabilisieren könnten. Und ein Wackeln der Drehachse zur Sonne hin wird naturgemäß dazu führen, dass die eine Seite eben sehr stark angestrahlt wird und die andere überhaupt nicht. Das könnte dazu geführt haben, dass der Mars über die Zeit sein Wasser völlig verloren hat. Die Masse, dass der Mars nämlich so eine kleine Masse hat, der ist ja nur ein Zehntel von der Erde, führt naturgemäß auch dazu, dass seine Atmosphäre so dünn ist. Wenn ein Planet schwer ist, dann kann er eine große Atmosphäre, eine dichte Atmosphäre halten. Denke nur an den Jupiter, der hat 300 Erdmassen, der hat also eine unglaublich dichte Atmosphäre mit mehreren tausend Atmosphären Druck an der Oberfläche. Der Mars kann nur eine solche Atmosphäre tragen, weil er eigentlich viel zu klein ist für eine Größe, also für eine richtig dichte Atmosphäre, wie wir sie von der Erde kennen. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass sich auf dem Mars irgendwann mal wirklich intelligente Lebewesen gebildet haben, denn die Lebensumstände auf diesem Planeten sind einfach radikal zu schlecht. Seine Oberflächentemperatur ist auch noch ziemlich niedrig. Also selbst an schönen Sommertagen wird es an der Marsoberfläche, wird es einem nie so richtig warm. Also so 20 Grad im Schatten sind dort eine sehr seltene Angelegenheit. Normalerweise ist seine Oberflächentemperatur eher in der Gegend von minus 100 Grad Celsius, also schon ziemlich kalt. Und ohne Wasser und bei diesen Temperaturen wird auf dem Mars sich nicht viel abgespielt haben. Es gibt trotzdem Pläne, wie ich schon sagte, Menschen dahin zu bringen und untersuchen zu lassen, was ist auf dem Planeten los? Haben wir eine Möglichkeit, vielleicht diesen Planeten irgendwann mal zu besiedeln? Stichwort Terraforming. Also es soll darum gehen, aus dem Mars eine zweite Erde zu machen. Wie das genau funktionieren soll, kann ich mir ehrlich gesagt nur sehr, sehr schwer vorstellen. Aber es handelt sich um Pläne, die in die Richtung gehen, was machen wir denn, wenn wir in 200.000 oder 300.000 Jahren oder vielleicht auch schon in 100 Jahren die Erde so vermasselt haben, dass wir als Menschen überhaupt nicht mehr hier leben können. Gibt es da eine Möglichkeit im Sonnensystem sozusagen einen Zufluchtsort zu suchen? Vielleicht wäre es besser, wir würden uns darum bemühen, hier auf der Erde einigermaßen die Natur nicht so zu beschädigen, anstatt solche Zufluchtsorte zu suchen. Aber langfristig, denn die Sonne wird irgendwann mal als roter Riese natürlich sich so weit aufgebläht haben, dass die Erde verdampft ist, müssen wir von der Erde weg. Und da ist der Mars sozusagen das, was direkt vor unserer Haustür liegt, auch wenn es verdammt schwierig sein wird, auf einem Planeten, der so leicht ist und der so eine dünne Atmosphäre hat und so wenig Wasser, einen einigermaßen lebenswerten Planeten zu machen. Das sind alles Dinge, die dazugehören, warum uns dieser Planet so fasziniert. Denn er ist derjenige, der uns wirklich am meisten zeigt. Im Gegensatz dazu, die Venus, die näher zur Sonne steht, die ist von einer unglaublich dichten Atmosphäre belegt. Und da sieht man praktisch überhaupt nichts. Und so sind die Spekulationen über das, was sich auf dem Mars abgespielt haben könnte an Leben,
welche Formen von Leben mal da gewesen sind, ob es vielleicht sogar Zivilisationen gegeben hat. Der Grund gewesen, ganz am Anfang des amerikanischen Raumfahrt- und des russischen Raumfahrtprogramms Satelliten dorthin zu schicken. Und die richtigen, naturwissenschaftlich richtig relevanten Ergebnisse über die Zustände auf dem Planeten, über die Zusammensetzung des planetaren Gesteins und so weiter, das sind natürlich alles Dinge, die uns erst die Satelliten gebracht haben. Und so wurden im Laufe der letzten 30 Jahre systematisch Satelliten zum Mars gebracht. Der letzte hier, Pathfinder, und inzwischen ja auch eine ganz neue Generation von Satelliten, die nichts anderes tun werden, als die Kartierung vorzunehmen, der Global Surveyor. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Aber 1976 hat man mit den zwei Viking-Sonden zwei Satelliten auf die Oberfläche des Marses gesetzt, mit dem Ziel danach zu schauen, ob es auf dem Mars Leben gegeben hat. Und ganz am Anfang des Raumfahrtprogramms, kaum dass der Sputnik, Sie erinnern sich 1957, der erste Satellit, kaum hatten die Russen den Sputnik ins All gebracht, haben sie auch schon versucht, einen ersten Mars-Satelliten zum Mars zu schicken und herauszufinden, was auf dem Planeten los ist. Und so hat sich die Faszination für diesen Planeten, die ergab sich aus zweierlei. Einerseits natürlich aus dem wissenschaftlichen Interesse, was ist los auf diesem Planeten, andererseits aber auch aus dem künstlerischen Interesse. Denn es gab Literaten, Schriftsteller, es gab eine große Gemeinde von Gläubigen, die gesagt haben, auf dem Mars muss es doch mal Leben gegeben haben. Aber man denke nur an die Canali. Und natürlich auch, es gibt eine tolle Geschichte von H.G. Wells, Kampf der Welten, wo es genau darum geht, dass eine Zivilisation, die auf dem Mars nicht mehr existieren kann, versucht, die Erde zu erobern. Als Orson Welles diese Geschichte 1938 im Radio brachte, kam es zu einer Massenpanik in New York. Man war völlig überzeugt davon, dass natürlich diese Marsianer irgendwann mal kommen würden. Und die Faszination für diesen Planeten ist wirklich das Wechselspiel. Auf der einen Seite die Wissenschaftler, die eigentlich nur wissen wollen, was ist da los, wie heiß, wie kalt ist es, wie groß ist der Planet, welche Geschichte hat er. Und die öffentliche Meinung dazu, gibt es Leben auf dem Mars und wie könnte dieses Leben ausgesehen haben oder wie sah es aus. Es ist also ein ganz merkwürdiger Planet, der uns offensichtlich sehr nahe steht. Im wahrsten Sinne des Wortes übrigens, weil er uns wirklich sehr nahe kommt. Es gibt manche Zeiten, wo er uns so nahe kommt, dass man selbst mit guten Feldstecher schon einige Oberflächenveränderungen sehen kann. Man kann also sehen, dass er zwei Pole hat, die von gefrorenem Kohlendioxid, wie wir inzwischen wissen, belegt sind. Und wir wissen, dass dieser Planet also ganz merkwürdige Veränderungen am Himmel vor sich nimmt. Nicht nur, dass seine Bahn sich verändert, dadurch, was er ist ja ein bisschen weiter draußen, ein bisschen weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Das heißt, er läuft immer mal wieder zurück. Wir überholen ihn. Wir haben also das Gefühl, der Mars kommt und geht am Himmel. Und er ist eben das nächste Ziel für unsere Raumfahrt, für unsere Raumfahrtprojekte, wenn es darum geht, überhaupt mal einen Planeten von Menschenfuß betreten zu lassen. So muss man insgesamt sagen, die Faszination des Mars ist eine Faszination, die uns durch die Wissenschaftler und durch die Science-Fiction-Autoren und durch viele Geschichtenerzähler das wird heute wieder neu belebt. Denn wir haben jetzt Satelliten auf dem Planeten stehen. Wir wissen, es gibt kein Leben da und es hat wahrscheinlich auch nie welches gegeben, denn die Zustände auf diesem Planeten sind nicht danach, dass sich irgendwas hat entwickeln können. Er hat sehr schnell sein Wasser verloren. Aber wir werden das überprüfen. Und vielleicht werden wir in 30 Jahren oder 40 Jahren tatsächlich einen Astronauten auf der Oberfläche des roten Planeten haben. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, aber da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass man in einigen Jahrhunderten aus diesem Mars eine zweite Erde wird machen können. Aber darüber, das muss man extra in aller Ruhe betrachten. In einer anderen Sendung werde ich Ihnen etwas erzählen über etwas ganz Besonderes, was sich auf der Marsoberfläche zeigen kann, nämlich ein Marsgesicht. Und was dahinter steckt, das zeige ich Ihnen in der nächsten Sendung. Musik